wie erklärt sich der pH-Unterschied zwischen Tag und Nacht? Ja, eigentlich ganz einfach. Ich meine, ich habe gerade schon einen Ansatz gemacht. Wenn du tagsüber steigt der pH-Wert, weil deine Pflanzen CO2 verbrauchen. Also wenn du kein CO2 zugibst, verbrauchen die Pflanzen tagsüber halt das CO2 oder das freie CO2 im Wasser. Ja, und teilweise gehen sie also auch an die Carbonate ran, also an die KH, ja, und dann steigt der pH-Wert. Ja. Und nachts diffundiert CO2 aus der Umgebung ins Becken, die Fische geben CO2 ab, die Pflanzen geben CO2 ab, ja, und dadurch sinkt der pH-Wert. Eigentlich ganz einfach, ne? Also das ist nichts Außergewöhnliches. Also wie gesagt, das hängt damit zusammen, dass eben vermutlich kein CO2 am Becken hängt. Ja, und Pflanzen verbrauchen es halt. Ist nun mal der Hauptnährstoff der Pflanze. Gebe ich kein CO2 zu, dann nimmt die Pflanze halt das, was sie kriegen kann. Ja, und einige Pflanzen sind halt in der Lage, also auch an die Carbonathette zu gehen. Gehen sie an die Carbonathette, entstehen Hydroxide, ja, also Calcium, Magnesium, Hydroxide, und die heben den pH-Wert an. Das ist eigentlich völlig normal, eine ganz, ganz normale Kiste. Ja, ja, und halt nachts umgekehrt, alles produziert CO2, keins oder wird nur minimal von den Bakterien verbraucht, und es kommt also auch aus der Luft. Kommt's rein. Ja, und deswegen sinkt der. Das ist übrigens auch das, warum diese Geschichte mit der Mittagspause, mit der Beleuchtungspause funktioniert. Ja, da ist es eigentlich auch so, dass wenn du die Lampe ausmachst und die Pflanzen nicht mehr genug Licht zum Assimilieren haben, dann produzieren sie auch CO2. Ja, und verbrauchen es nicht. Ja. Aus der Luft wird also auch CO2 ins Becken eindiffundiert. Die Fische und Garnelen und Schnecken und so weiter produzieren auch CO2. Ja, und damit steigt also der CO2-Gehalt im Becken. Ne. Und dadurch ist es eben so, dass eben, wenn dann das Licht wieder angeht, haben die Pflanzen wieder Power. Ja. Können die also wieder das CO2 verarbeiten. Ne? Und dadurch kriegst du halt einfach doppelten Morgen. Ja? Ja, also wenn genug CO2 da ist. Also wie gesagt, also die Mittagspause ist also kein Mythos. Ja? Das funktioniert wirklich. Ne? Allerdings macht es nur wirklich Sinn bei Becken, wo kein CO2 zugegeben wird. Ne? Da funktioniert das.